Guten Tag und natürlich herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank zu JFD Invest Traden und Investieren leicht gemacht. Wer heute hier Christian Kämmerer erwartet hat, liegt natürlich eigentlich richtig, aber ich bin heute die Vertretung. Also mein Name ist Stefan Friedrichowski, sonst mache ich die Webinare zu JFD Invest immer auf Englisch. Das war aber heute schon. Also rede ich natürlich jetzt weiter Deutsch und will natürlich gerne wieder ein bisschen einführen in JFD Invest, Traden und Investieren leicht gemacht. Ja, wir haben heute den 26. Juli 2019, 16 Uhr. Also wir stehen gewissermaßen kurz vorm Wochenende. Die Temperaturen sind immer noch knackig. Hier bei mir gerade mal nur 30 Grad draußen. Das können bestimmt der ein oder andere toppen. Aber natürlich wollen wir nicht über die Temperaturen reden, sondern über JFD Invest. Und dabei natürlich wie immer drei Hauptthemen. Einmal ein bisschen Highlights letzter Woche, gucken, was lief besonders gut. Und dann natürlich ein paar Strategien mal auch wieder im Detail betrachtet. Gerade weil ich ja nicht immer das deutsche Webinar mache, möchte ich die Gelegenheit nutzen, in zwei Strategien ganz im Detail reinzugehen, weil ich da auch direkt die Masterkonten sozusagen noch mal mehr im Detail zeigen kann. Aber natürlich möchte ich auch noch mal auf unsere neue Strategie Butterfly eingehen. Einfach, sie ist neu, da sollten wir mal drüber reden und uns die mal genauer anschauen. Die läuft jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen live bei JFD Invest. Natürlich hat sie einen längeren Track Record, das ist klar, weil ohne 6 Monate schon im Handel auf einem Live-Konto zu sein, kommt gar nichts nach JFD Invest. Und so war es natürlich auch mit Butterfly und seit 2 Wochen haben wir ihn dann auch hier. Wer grundsätzlich Fragen hat, gerne auch gerne hier per E-Mail. Ihr könnt mich gerne auch dann direkt mit Stefan anreden, aber meine E-Mail-Adresse enthält natürlich trotzdem meinen Nachnamen, der ein bisschen komplizierter ist. Also s.friedrichowski@jfdbank.com. Jetzt hätte ich schon beinahe hier wieder einiges wieder fast auf Englisch gesagt, aber ihr habt meine E-Mail-Adresse. Gerne beantworte ich da auch noch mal zusätzliche Fragen. Ansonsten auch gerne hier im Chat. Und da gibt es auch schon erste Meldungen. Bist mir als nur Stellvertreter sehr willkommen. Vielen Dank. Da gab es schon mal gerade eine erste kleine Meldung hier. Bevor wir richtig lossteigen, ihr kennt das, die Prozedur. Einmal müssen wir unseren Risikohinweis natürlich hier absetzen. Da gibt es regulatorische Vorschriften, dass das immer einmal im Webinar passieren soll. Dem folge ich natürlich gerne. Worum geht's? Wir reden über ein Trading, wir reden über Invest, wir reden über Vermögensverwaltung, wir reden über Strategien. All das klar, tun wir, aber wenn es final um eure Entscheidungen geht, seid ihr natürlich auf euch selbst gestellt und trefft die in eigener Verantwortung. Ist wahrscheinlich ohnehin selbsterklärend, aber soll natürlich hier auch mal wieder einmal gesagt werden. JFD Invest ist ja in Summe eigentlich sowas wie eine digitale Vermögensverwaltung, aber in einer etwas anderen Art. Also es ist nicht so, dass ich zu einem Vermögensverwalter gehe und sage, okay, hier sind meine 10.000, mach was. Nee, ihr bleibt selber involviert. Und zwar in ziemlich bedeutender Weise noch. Und zwar dadurch, dass ihr die Entscheidungen trefft, welchen Strategien wollt ihr folgen und mit welchem Geld, also welchem Betrag gehe ich in welche Strategie. Das klingt schon gleich nach Portfolio und so ist es auch gemeint. Für mich ist ein guter Account immer ein Portfolioansatz und deswegen würde ich persönlich natürlich nie einer einzelnen Strategie folgen, sondern immer ein Bündel bilden. Natürlich gibt es Restriktionen, verfügbares Geld, klar, keine Frage, aber natürlich möglichst diversifizieren, denn das ist sicherlich immer ein Key-Element, um ein gutes Gesamtportfolio halt aufzubauen. In Summe ist JFD Invest dann sowas wie ein Copy-Trading. Das heißt, die Strategien, die ich denen ich folge, die werden in meinen JFD Invest-Account kopiert. Das heißt, Trades, die im Masterkonto laufen, sind dann auch 1:1 beziehungsweise entsprechend euren Risikovorgaben in eurem Konto ebenfalls mit drin. Kommen schon einzelne erste Fragen. Was ist mit Hyperion passiert? Gehe ich gerne drauf ein, schauen wir uns an. Ist gleich eh
trotzdem immer noch in der Hitliste die Number One. Gucken wir zunächst auf die Highlights von letzter Woche. Da war die beste Strategie Vulcano. Und ihr seht hier noch ein bisschen klein, wird nachher größer, weil ich die Strategie auch nochmal kurz beleuchten möchte, wenn wir genauer einsteigen. Man sieht aber schon, irgendwas war in den letzten 2 Monaten. Da ging es ein bisschen rauf und runter, rauf und runter. Und jetzt sind wir final wieder sozusagen on top. Alles wieder beim Alten, super gut. Tja, was da los war, gehe ich nachher mal genauer drauf ein. Und jetzt beginnen auch da wieder voraussichtlich ruhigere Zeiten und der normale Steady Rose nach Norden wird wieder in gewohnter Weise fortgesetzt. Garantien, das gilt für alles, was wir uns hier angucken, wie es in Zukunft weitergeht, gibt es natürlich keine. Wie auch, wenn man das hätte, dann würde man sicherlich ganz woanders sitzen. Okay, aber auch andere Strategien, wie zum Beispiel erwähnte Hyperion, hat letzte Woche gute Ergebnisse gemacht und Gold Rush. Gold Rush, wenn man es wirklich nachher nochmal genauer im Detail angucken, weil Gold Rush ist eine grundsätzlich anders geartete Strategie im Vergleich zu vielen anderen Strategien bei JFD Invest, nutzt rein einen Wahrscheinlichkeitsvorteil von Wochentagen aus und ist ein Portfolio mit, ich glaube, mindestens 30 verschiedenen Underlyings schon in dem einem Master-Account. Okay. Was ist eine inaktive Zuordnung? Da ist mein Hyperion reingerutscht. Oh, da muss ich inaktive Zuordnung. Also da stehe ich jetzt wirklich gleich auf dem Schlauch. Da hilft dann tatsächlich nur eine E-Mail einfach an support@jfdbank.com. Könnt gerne natürlich wie immer auf Deutsch schreiben, weil da gibt es genügend deutschsprachige und deutsch sprechende. Da muss ich passen. Also da kann ich leider nichts genau sagen. Und dann kommt nochmal der Hinweis, nach dem Chart sieht es aus wie eine Martingale-Strategie. Damit ist sicherlich gerade hier Vulcano gesagt. Das ist nur zum Teil richtig, weil bei der Strategie kann ich wirklich ganz im Detail antworten, weil sie ist ohnehin von mir. Die arbeitet nicht wirklich Martingale, sondern sie macht Nachkäufe, ja, aber ohne Verdopplungen. Und von daher, das ist das, was ich immer so ein bisschen gezähmtes Martingale nenne. Und das ist ganz wichtig, sie hat einen Stop-Loss. Das heißt, der wurde hier zwar nicht erreicht, aber Stop-Loss ist für mich immer ein Muss. Und von daher kann da nichts grundlegend schiefgehen in der Strategie. Natürlich hat sie temporäre Verluste gehabt. Also will ich nicht leugnen, überhaupt nicht. Wenn wir uns nochmal grundsätzlich JFD Invest angucken, geht ganz einfach. Also auf der Homepage einfach kurz den JFD Invest Button drücken. Ganz kurz auch erklärt, wie es dann geht, wenn ihr auch direkt an JFD Invest teilhaben wollt. Zunächst mal sieht man hier gleich die Übersicht von den Top 5 Performern. Da haben wir sowohl Hyperion, wir haben Archimedes mit Goldmine Balance, Forex Gun, also zweistellige Performance, also ziemlich beachtliche Ergebnisse. Aber wir sehen auch schon weitere Key Figures, also Kennzahlen, Equity Balance Deviation müssen wir uns genauer angucken. Ihr merkt, ich rede immer gern schon wieder halb Englisch, also Equity Balance Abweichung natürlich. Und ganz wichtige Kennziffer, die viel mit eingeht, zumindest bei mir persönlich, um zu entscheiden, will ich einer Strategie folgen oder nicht. Und ihr wisst, ich habe einen JFD Invest Account, da folge ich Strategien und da wende ich natürlich auch dann meine Regeln an. Die müssen nicht gleichbedeutend sein für eure Regeln, nach welchen ihr geht. Denn das ist einerseits das Wichtige, dass man sich Regeln festlegt. Und andererseits schafft es auch die Individualisierung. Das, was ich gut finden muss, wie man anderes bei weitem nicht gut findet. Für den einen ist ein Drawdown von 10% schon absolut die Hölle. Und für den anderen, der sagt, mein Gott, 10%. Da gibt's kein gut oder schlecht, sondern das ist das Wichtige, Regeln festlegen und nach denen genau auch vorgehen. Und das ist auch wichtig, wenn wir hier Strategien besprechen, die immer spiegeln,
gegen eure Regeln und damit auch die Entscheidungen treffen, welcher Strategie will ich folgen. Habe ich als Regel beispielsweise den höchsten Ertrag zu bekommen, dann ist auch klar, welcher Strategie ich folge, nämlich Hyperion, weil sie hat den höchsten Ertrag. Und dann habe ich allerdings auch kein Portfolio. Aber gut, ich könnte auch sagen, ich folge einfach den ersten dreien. Für mich wäre das zu simpel und so gehe ich persönlich auch nicht vor. Wer grundsätzlich hier teilhaben will, der eröffnet als erstes ein JFD Invest Profil. Einfach über Registrieren ist nur die E-Mail-Adresse und ein zu vergebenes Passwort. Danach gibt es auch mehr Details über die Strategien. Man kann Closed Trades auch beispielsweise sehen und solche Dinge. Man kann aber auch einfach den Gastzugang nutzen. Das werden wir gleich auch hier zusammen tun als erstes. Und dann gehen wir natürlich nachher noch in meinen Account. Wer das weiterhin interessant findet, der eröffnet einen JFD Invest Account. Das ist ein besonderer Account. Also man kann nicht einen bestehenden JFD Account sozusagen einfach zum JFD Invest Account machen, weil der Account hat sozusagen die professionelle Einstellung. Soll heißen, man bekommt den Hebel von 1 zu 100, weil man folgt professionellen und bekommt daher auch die gleichen Konditionen. Man kann nur halt nicht selber einzelne Trades eröffnen, sondern nur den Strategien dann folgen. Dann verbindet man die beiden Sachen und kann loslegen. So geht's ganz einfach los. Und da wollen wir auch gleich mal weitermachen. Nämlich, wir nutzen mal den Gastzugang. Das ist das, was ihr jederzeit und von überall machen könnt. Was übrigens auch die zweite tolle Sache an JFD Invest ist, dieses von überall. Alles, was ich brauche, ist ein Internetzugang. Dann kann ich mich hier einloggen. Ich kann Portfolioveränderungen vornehmen. Ich kann Strategien stoppen, zuschalten. Und das mache ich, wo auch immer ich bin. Selbst im Urlaub, wer will, kann da immer noch den Zugang nutzen. Und das Gute weiter ist, wenn ich dann meine Einstellung getroffen habe, also ich brauche keinen weiteren Rechner. Ich logge mich wieder aus und gut, alles passiert direkt bei JFD und ich brauche keinen VPS, also einen virtuellen privaten Server. Das brauche ich alles nicht, brauche mir keinen Rechner anmieten, keine EAs programmieren oder laufen lassen. Das passiert dann alles automatisch und direkt bei JFD. Da haben wir jetzt die gesamte Übersicht der Strategien. In Summe gibt es sogar 16. Das heißt, es gibt hier nochmal eine zweite Seite und angefangen von wann die Strategie gestartet ist, also seit wann erste Trades in der Strategie gelaufen sind, der Return, das der letzte Monat und Year-to-Date ist dieses YTD, was bisher in diesem Jahr erwirtschaftet wurde. Und die Equity Balance Deviation oder Abweichung. Was ist da der Hintergrund? Gucken wir uns das mal eben an, am Beispiel Vulcano, weil wir die ohnehin gerade hatten. Und da haben wir nochmal die Strategie. Das gleiche Bild, was wir gerade schon in der E-Mail hatten. Ihr seht hier erstmal den Growth, also einfach in Prozent den Zuwachs. Und wenn man hier mal auf Equity guckt, dann sieht man plötzlich zwei Linien. Und diese zwei Linien sind ganz einfach zu erklären. Da gibt es mal die Balance und die Equity. Und das führt auch gleich zu der Equity-Balance-Abweichung oder Deviation. Es ist halt wie im normalen Leben, Trading-Leben. Man eröffnet Trades und mit denen kann man im Minus sein. In dem Moment haben wir genau die Abweichung. Das heißt, Balance ist immer der Kontostand auf Basis aller abgeschlossenen Trades und die Equity inkludiert auch alle offenen Trades. Und wenn wir dann hier Abweichungen haben, dann liegt es an diesem Tempo, also an den Buchgewinnen oder Buchverlusten. Oder um auch wieder nochmal Englisch zu reden, den sogenannten Floating Losses, also die vielleicht gerade offen noch sind, die noch fließen. Das war jetzt hier in den letzten zwei Monaten mehr der Fall, weil, auch wenn die Strategie nicht Martingale ist, die Positionsgröße trotzdem größer wurde. Und dann final ist sozusagen alles wieder im Guten geendet. Was ihr immer bekommt, ist weitere Infos. Das heißt, gerade diese Equity Balance Deviation gucke ich mir persönlich für meine Entscheidung, welchen Strategien ich folge, immer ganz im Detail an. Und ich bilde dann auch mal zusätzlich noch sowas wie so eine Art, naja, Mittelwert. Das heißt, bei dieser Strategie wäre das selbst mit den letzten zwei Monaten sowas wie im Bereich 2% vielleicht. Damit ich ein Gefühl kriege, wie viel muss ich ertragen? Und gleichzeitig gucke ich mir allerdings auch das Maximum an, also die schlechteste Zahl, die auch oben nochmal extra steht, damit ich ein Gefühl dafür kriege, was
könnte in meinem Konto sozusagen alles passieren. Und damit bilde ich die Entscheidungen, will ich einer Strategie folgen oder nicht. Ich schaue natürlich auch auf die Monthly Return Table. Also ideal wäre es natürlich total in Grün. Es gibt übrigens drei Strategien, die das haben. Die drei Strategien sind Butterfly, genau die neue, Archimedes und Forex Scan. Die drei haben komplett grüne Tabellen hier. Ansonsten, ja, kriegt weitere Informationen, sowohl Trading-Statistik, 700 Trades wurden bisher ausgeführt und war auch für den einen oder anderen nochmal zusätzlich wichtig, welche Instrumente werden überhaupt getradet. In dem Fall ist es gerade mal genau ein Instrument, nämlich australischer Dollar, kanadischer Dollar. Und das hat auch seinen Grund hier. Normalerweise ist der australische Dollar, kanadische Dollar ein Symbol, was bei mir unter der Kategorie Langweiler läuft. Langweiler insofern, der geht eigentlich nur rauf und runter, ohne längeren Trend. Und das war genau auch übrigens das Problem in diesen letzten 2 Monaten. Wenn wir längere Trendphasen in eine Richtung haben, dann hat genau die Strategie an der Stelle ein Problem. Und genau das ist auch der Grund, warum wir hier dann zu größeren Abweichungen gekommen sind. Das Gute ist, ihr merkt schon wieder, der Übergang zum Portfolio ist existenziell, warum alles auf eine Karte setzen. Und um mal ein weiteres Beispiel, wo sozusagen gerade was auch diese Equity Balance Deviation mehr los ist, uns anzuschauen, gucken wir tatsächlich mal in Hyperion rein. Der absolute Top-Performer hier bei uns, der hat aber auch im Moment genau dieses Problem von offenen Positionen, die im Minus sind. Das will ich überhaupt nicht verheimlichen und hier auch zeigen. Das kann man sowohl sehen oder man kann es erahnen, wenn man auf den Growth guckt, aber nur erahnen, wenn man auf die Equity guckt. Das mache ich ganz bewusst hier nochmal. Dann fällt natürlich was anderes als allererstes ins Auge, nämlich dieser riesige Weg nach unten. Was war denn da los? Also mag der eine oder andere sich fragen. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich die Equity-Kurve anguckt, auch noch die Growth-Kurve sozusagen im Gedächtnis zu haben. Und wenn man dann solche Stufen sieht, gibt es einen ganz einfachen Grund. Es waren Kontoentnahmen. Es gibt ja immer ein Masterkonto. Dahinter steht auch ein Trader, der das Masterkonto betreut. Naja, wenn der sich überlegt, ich nehme hier mal Geld, dann kann er das natürlich tun. Es hat auch keinerlei Auswirkungen auf, sozusagen, wenn ihr der Strategie folgt, dann wird nicht plötzlich bei euch auch noch Geld weggenommen, um Gottes Willen, sondern das war einfach, der Trader hier hat halt einfach eine Kontoentnahme gemacht, ist ein gutes Recht und das ist dann der Grund für einen solchen Abfall. Was man aber natürlich sieht, da guckt man dann wieder am besten auf Equity Balance Deviation. Hier wäre ein solcher Mittelwert in der Größenordnung 10 bis 15%. Also wieder wichtig. Also ich kann natürlich mit Blick auf viel, viel Return dieser Strategie guten Gewissens dann folgen, wenn ich bereit bin, auch entsprechend dieses Risiko zu tragen. Das ist halt genau mit einer der Kernfragen, wenn es darum geht, will ich der Strategie folgen, ja oder nein. Jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich mir 2 Strategien nochmal genauer angucken, nämlich zum einen Forex Gun, wo wir auch nochmal mehr ins Masterkonto schauen. Und da haben wir den Growth von dieser Strategie. Und das ist halt eine von denen, die wirklich komplett eine grüne Monthly Return Table hat. Sie tradet genau ein Symbol, nämlich nur Euro, US-Dollar, sonst nichts. Und ja, sieht irgendwie ziemlich cool aus. Da gucken wir mal direkt ins Masterkonto. Und zwar unmittelbar auf dem Server, wo die Strategie läuft. Und dann sehen wir auch ganz klein bisschen zumindest, wie die Strategie arbeitet. Ihr seht hier eine Historie von bis in den Mai zurück. Und alle Linien, die hier zusätzlich eingezeichnet sind, sind halt abgeschlossene Trades. Auch hier gibt es ein Element des Nachkaufes, aber wieder nicht Martingale. Jeder Trade, der hier eröffnet wird, ist immer 0,01 Lot und nie mehr. Aber es entstehen, was ich mal gerne Trade-Sequenzen nenne. Und das kann man einfach daran erkennen, dass die ganzen Linien immer an einem einzigen Punkt enden.
Und so arbeitet diese Strategie. Was hat sie im Moment offen? Naja, sie hat einen Long Trade auf. Warum übrigens einen Long Trade bei dieser Strategie? Sie arbeitet mit einem ganz einfachen Grundmuster. Sie benutzt einen EMA, den man hier auch so genau eingezeichnet sieht. Und in dem Moment, wo sie Strategie sich überlegt, einen neuen Trade einzugehen, guckt sie einfach nur, wo ist der aktuelle Preis im Vergleich zum EMA. Als hier die davorliegende Trade-Sequenz zu Ende gegangen ist, kam es genau zu dieser Entscheidung. Und zu diesem Zeitpunkt, als der vorherige zu Ende gegangen ist, waren wir unterhalb vom EMA und deswegen hat die Strategie einen Long Trade eröffnet. Das ist das ganze Regelwerk dieser Strategie oder der erste Teil für den ursprünglichen Einstieg in den Trade. Sie tradet in Richtung zum EMA zurück. Das heißt, dabei hier drunter liegen, will sie zum EMA traden und deswegen ist sie da in Long Trade eingegangen. Der Long Trade ist zugegebenerweise im Moment im Minus. Zu Nachkäufen oder dergleichen kam es noch nicht. Also von daher alles sozusagen im grünen Bereich. So sieht's aus. Das ist mal eine Strategie, mal ein bisschen genauer betrachtet. Und ich habe gesagt, ich will noch eine zweite mal nutzen. Nee, das war jetzt der falsche Knopf. Die Folie brauchen wir nicht. Eine zweite Strategie euch ein bisschen genauer vorstellen. Das ist die Strategie Gold Rush. Der Name hat übrigens ein bisschen einen Background. Es gibt eine Strategie, die auch von anderen verfolgt wird. Die nennt sich so ungefähr Friday Gold Rush. Also freitags geht der Goldpreis nach oben. Also man sollte freitags einen Long Trade auf Gold machen. Vielleicht sogar übers Wochenende. Da gibt es verschiedenste Varianten von dieser Strategie. Diese Strategie hier ist gewissermaßen die Verallgemeinerung von einem solchen Ansatz. Sie schaut in Summe bei zahlreichen Underlyings, zahlreich heißt hier wirklich zahlreich, da gibt es übrigens noch eine zweite Seite, da stehen dann immer ganz so viele, also in Summe sind das definitiv über 30 verschiedene Underlyings, die statistisch ausgewertet werden. Haben diese Underlyings an bestimmten Wochentag einen Bias, eine Vorzugsrichtung? Und in der Tat, viele haben es an bestimmten Tagen. Und wir gucken gleich mal, was heute sozusagen an offenen Trades ist. Wenn die Strategie solche Vorteile erkennt, dann eröffnet sie einen Trade bereits schon um Mitternacht oder dann, wann auch immer, für das Symbol der Handel aufmacht. Das ist nicht bei allen um Mitternacht. Eröffnet den Trade. Der Trade hat einen Stop-Loss. Der Trade hat keinen Take-Profit. Er wird aber garantiert geschlossen vor den Swap-Kosten, wenn die entstehen könnten. Also vor deutscher Zeit 23 Uhr wird jeder Trade geschlossen, wenn er nicht vorher in den Stop-Loss gelaufen ist. Okay. Take-Profit haben sie nicht, aber am Tagesende wird immer geschlossen. Das heißt, es können keine Finanzierungskosten in irgendeiner Art und Weise entstehen. Man sieht schon, die Equity-Kurve sieht deutlich anders aus als solche Strategien, die auch mit Nachkaufelementen arbeiten. Sieht dadurch ein bisschen ruppiger aus, kriegt allerdings durchaus sehr interessante Gesamtergebnisse, wie man hier sehen kann. Dass es überhaupt bei Equity Balance Deviation hier Zahlen gibt, liegt nur an der Berechnungsmethode, die hier hintersteht. Die macht immer eine Worst-Case-Betrachtung. Und dann gab es noch einen Bug, der am 13. November hier zugeschlagen hat. Also eigentlich macht die alle Trades immer am Ende des Tages zu. Und es liegt nur an der Berechnungsmethode, dass hier überhaupt eine Zahl um gleich Null steht. Natürlich gibt es Floating Losses innerhalb des Tages, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber besonders groß können die definitiv nie sein. Hier auch, wie versprochen, ein Blick in das echte Masterkonto und da sind wir hier beim richtigen Konto. Jetzt muss es nur noch aufpoppen. Okay, dann helfen wir mal nach. Im Moment scheint, da ist es, viel los zu sein. Und da haben wir die Strategie. Ihr seht zig Chartfenster offen, weil für jedes Symbol, was hier getradet wird, gibt es einen extra Chart. Und freitags ist mein ziemlich aktiver Tag im Moment. Da haben wir 5 Trades offen, sogar 2 in Gold, weil es hier 2 Substrategien gibt, die einzeln noch verfolgt werden. Und ja, die beiden Gold-Trades, wie man sieht, stehen auch
schon ganz gut im Plus. Also die Trades wurden, wie ihr hier seht, Mitternacht eröffnet, also eine Minute danach. Aber es gibt noch ein paar weitere Trades, nämlich ein Short Trade auf kanadischer oder japanischer Yen und so weiter und so fort. Also sieht gut aus mit den einzelnen Trades. Von daher kann sich sehen lassen, wenn jetzt nichts mehr schlimm ist, bis 22:30 Uhr, da werden die Trades nämlich geschlossen, passiert. Sieht wieder nach einem sehr, sehr schönen Tag für diese Strategie aus. Jetzt habe ich natürlich auch versprochen, wir gucken mal wieder in den Account, was sich immer lohnt, da auch noch einen Blick reinzuwerfen. Und da, ihr wisst, wir haben einen Account eröffnet, als JFT Invest gestartet ist. In diesem Account folgen wir Trading-Strategien. Und das ist sozusagen die Performance, die wir über die letzten 10 Monate erzielt haben. Dauert nicht mehr lange, dann sind wir bei einem Jahr, was ich ziemlich angenehm finde, dass wir bald hier eine einjährige Historie selbst für diesen Portfolio-Account auch aufweisen. Und natürlich, wenn man auf den drauf guckt, fallen einem am schlimmsten die 3 Steps down aus. Hier war noch einer, aber der ist natürlich schon lange recovered worden. Aber wir haben natürlich trotzdem hier nochmal 3 Drawdown-Schritte nach unten gehabt. Und natürlich ist das irgendwie so, klingt wie oder sieht aus wie so ein Schönheitsfehler in dem Account. Ich selbst bin eigentlich sogar froh, dass wir diese Steps hier drin haben. Sie zeigen nämlich auch erstmal, dass nicht alles ganz stur nach Norden läuft, was völlig okay ist. Aber sie zeigen auch, wie wir vorgehen. Nämlich die Hintergründe für die 2 größeren Step-Downs sind schlicht und ergreifend Risikomanagement. Da hat genau gegriffen, dass man einer Strategie ja sagen kann, wie viel Verlust bin ich bereit zu akzeptieren. Das ist eingetreten und dann kam es zum Stop-out der Strategie. Das heißt, alle Trades wurden geschlossen und kein neuer Trade für die Strategie wurde mehr eröffnet. Das soll und darf und kann natürlich passieren. Und so ist es ja auch passiert. Der 3. Step-Down ist tatsächlich ein einzelner Trade, der in den Stop-Loss gelaufen ist. Ansonsten ist da gar nichts Schlimmes ansonsten passiert. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch einen Bruttogewinn von 25% in dem Account und wenn hier nichts schief geht, ist auch netto bis zum Jahresende des Accounts immer noch ein zweistelliger Gewinn und ja, den muss man erstmal beim Traden erwirtschaften. Wie sind wir denn hier gerade aufgestellt? Okay, dazu gucken wir natürlich in die Allokationstabelle. Im Moment folgen wir 5 Strategien. Ihr seht genau auch welchen Strategien. Und das ist genau das, wie ich mir halt auch grundsätzlich ein Portfolio vorstelle. Es muss nicht genau das hier sein, um Gottes Willen. Das hier passt zu meinen Präferenzen. Das kann bei jedem anders sein. Und genauso die Frage, als ich gerade nochmal gesagt habe, dass wir hier solche Ausstopper sozusagen hatten, wo Strategien als Strategie in ihren Stop-Loss gelaufen sind, weil mir das Risiko zu groß war, kann man natürlich hinterfragen, hätte ich den größer wählen sollen? Kann man nicht eindeutig beantworten. Da gibt es keine goldene Regel. Es geht mir persönlich um Risikolimitation. Und das wird natürlich hier auch angewendet, denn ich will keine unlimitierten Risiken haben und deswegen bin ich natürlich auch bereit, solche Step-Downs dann zu ertragen. Also natürlich könnte man immer mit Hoffnung sagen, ah, wird sich schon drehen. Das will ich nicht. Ist nicht mein Ansatz. Deswegen, so wie auch für meine Trading-Konten, also die einzelnen Strategien, ich Stop-Losse habe, habe ich diese natürlich auch hier für den Folgen von solchen Strategien. In Summe, für mich immer noch ein tolles Ergebnis. Und genau so ist auch ein Beispiel mal gezeigt, wie ein JFT-Invest-Portfolio aussehen kann. Und ihr seht, da kann man durchaus ganz gute Gewinne erzielen. Das Schöne ist, dass man selbst der Portfolio-Manager ist. Diese Entscheidung, welche Strategie wähle ich aus, was gefällt mir, welche Risikoeinstellungen, welche temporären Verluste bin ich bereit zu ertragen, die Entscheidung muss ich selber fällen und finde es auch ziemlich gut und richtig, dass genau ich die fälle und nicht ganz stur irgendjemandem überlasse. Und deswegen
ist eure Beteiligung natürlich absolut nötig, wenn ihr euer eigenes Portfolio zusammenstellt, was so ähnlich aussehen kann. Ihr könnt quasi selber wählen, wie risikoaffin ihr rangehen wollt und das bestimmt dann maßgeblich, welche Strategien ihr sicherlich auch aufnehmt. Oh, jetzt habe ich zwar schon, bin ich schon über der Zeit, wollte doch aber noch auf die Butterfly eingehen. Butterfly ist ja die neue Strategie, da zumindest noch auch ein kurzer Blick drauf geworfen. Hier haben wir die Historie seit November letzten Jahres. Ein bisher guter Weg nach oben. Ihr kennt das, ich gucke immer ganz schnell auf Equity Balance Deviation. Da gab es mal im Mai auch immerhin knappe 10%. Aber ansonsten ist hier sozusagen der obergeordnete Mittelwert wieder absolut einstellig, eher so 1-2% definitiv nicht mehr. Was mich immer auch sofort interessiert ist, welche Symbole, mit welcher Häufigkeit werden die getradet? Und hier sieht es so mehr nach den, ich nenne die jetzt mal alle Major, also hier haben wir keine Exoten dabei und im Wesentlichen scheinen hier vier von denen besonders heftig getradet zu werden. Bei einem haben wir erst nur einen Trade. Ja, aber das sieht für mich alles ziemlich vernünftig aus. Anzahl der Trades ist schon eine beachtliche Statistik, gefällt mir ebenfalls. Und da ich ja hier auch wirklich eingeloggt bin, sehe ich auch die letzten abgeschlossenen Trades. Scheinbar werden viele Trades mit 0,01 Lot, aber manchmal auch größer ausgeführt. Es sieht aber alles ziemlich rund aus und so soll es auch genau sein. Also, why not? Ich will noch eben eine Sache sagen, was immer wichtig ist. Man muss sich anschauen, was ist die Minimum-Investment-Summe, damit ich überhaupt einsteigen kann. Und weil ich es absolut nicht unerwähnt lassen will, es gibt immer auch eine Performance-Fee, die sich allerdings nur nach Gewinnen richtet und die dann wiederum High-Watermark, was bedeutet, nur wenn in eurem folgenden Account über diese Strategie ein neues Hoch am Monatsende erreicht wird, ist überhaupt diese Performance-Gebühr nur fällig. Ist aus meiner Sicht die fairste Art, die man anwenden kann und die kommt auch hier dann entsprechend zur Anwendung. Im Ganzen sieht es immer noch sehr, sehr gut aus und es klingt immer ein bisschen komisch, dass ich sage, eigentlich bin ich froh über ein paar Rücksetzer hier in dem Account, damit nicht alles wirklich nur grün aussieht, aber wir haben schon ein beachtliches Ergebnis hier hinlegen können und ich hoffe heute habt ihr nochmal weitere Informationen gekriegt rund um JFD Invest, auch ein paar mehr Details über Strategien und welche Masterkonten wieder wirklich mal einzelne Trades auch aussehen und was da wie getradet wird. Soweit würde ich sagen für heute. Wenn noch Fragen sind, gerne einfach auch mir eine E-Mail und die Frage, die ich leider nicht beantworten konnte, da dann durchaus auch direkt an den Support schreiben. Antwort kommt in aller Regel ziemlich schnell. Da bin ich auch stolz drauf, dass dem so ist. Und tja, jetzt widmen wir uns mal wieder dem heißen Wetter, würde ich sagen. Aber hier sind ja nur 30 Grad gerade draußen. Das ist genau meine Wohlfühltemperatur, die ich dann auch entsprechend genießen kann. Ich wünsche euch allen schönes Wochenende, gute Zeit und ja, bis bald dann mal wieder. Es kommt der Moment, wo ich Christian Kämmerer wieder vertrete. Also, macht's gut und noch einen schönen Tag. Tschö.